herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Minecraft Live in the Woods. Es ist super schönes Wetter draußen. Zumindest in-game. Real Life schaut es eher nicht so aus. Ja, wollen wir mal durchstarten, wa? Machen wir ein bisschen Musik an. Und heute wäre es eigentlich cool, wenn wir uns noch ein bisschen um das Gartenzeug kümmern. Eine zweite Pflanzhacke haben wir noch mit dabei. Schaufel haben wir dabei. Gucken wir einfach mal. So. Was ist denn alles noch nicht Gartenzeug? Hier hinten war auch noch nicht. Ach ja, hier war auch. So, die Spinne ist natürlich unterirdisch. Gut, wir müssen jetzt hier weitermachen. Müssen wir natürlich erst einmal alles komplett pflücken. Wenn es geht, kein Block in die Welt setzen. So unerwünscht, sage ich mal. So. Die Settlings nehmen wir natürlich auf. Setzen wir dann sofort wieder hin. Löschhaufen! So. Schön. Oh, ich hoffe, dass es nicht allzu lange dauert mit dem ganzen Gartenzeug hier. So, Erde ist egal. Kommt sogar wieder hoch. Ne, das scheint ein Bug zu sein. Okay. War beim letzten Mal auch schon so. Und dann mal wieder komplett hinsetzen. So. Sehr schön. Dann haben wir das nächste Feld fertig. Und können Zeppelins wieder hinsetzen. So. Was haben wir hier eigentlich? Sellerie. Den würde ich gerne noch ein bisschen wachsen lassen erstmal. Machen wir einfach mal hier weiter. Da haben wir jetzt Chili-Pfeffer. Ist ja auch noch nicht sehr prickelnd gewachsen. Wollen wir einfach jetzt so alles austauschen? Ich glaube, so alles aus. Wie lange wollen wir denn da warten? So. Einfach mal weg mit dem Schmutz hier. Her damit, Junge, hier. So. Und drauf auf das Feld. Zeit wird's. Hier. Und die Frage, wie lange die Hacke noch hält, wahrscheinlich nicht mehr sehr lang. Sellerie. Ich schule jetzt mal die Spitzhacke weg. So, wie viele haben wir jetzt noch? 6 Stück. So. Doch, die Spinne regt mich auf. So. Das schön einsammeln. Ja, dann müssen wir jetzt langsam aufpassen. Jetzt geht es dann wieder Richtung unten drunter ist nichts. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Und in dieser Aufnahme müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Bambus holen, dass wir noch mehr Gartenzeug machen können. Ich hoffe, dass ihr auch jetzt gerade nicht Lust hat, hochzukommen. Hören mich mal jetzt zumindest noch nichts. Au, ah, da haben wir eins daneben gesetzt. Egal. So. Und wir müssen schnell ins Bettchen. Was war hier jetzt? Chili-Pfeffer, ne? So, genau. Den setzen wir jetzt schnell hier hin. In der Hoffnung, dass der jetzt schneller wächst und gedeiht
Und dann gehen wir mal schnell pennen. Hier haben wir schon Gartenzelt drauf. Ab in die Koje. Gut, Nächtle. Was? Kann nur nachts schlafen? Junge, Alter. Sag doch nicht dein Ernst. Schuldige Ernst. Wollen wir uns mal schnell noch was essen? So. Schmorbraten. Oh nee, da haben wir nur noch einen. Oh, Schmor. Nee, vier haben wir davon. Jetzt habe ich alle wieder rausgenommen. Einer rein. Ich hätte gern nur. So. Schmorbraten. Wie bei Muttern. Auf jede nach draußen. Alles so friedlich hier. So. Hier haben wir soweit alles. Ach ne, hier sind wir stehen geblieben. Erbsenpflanze. Mach's gut, Erbsen. Und dann. Ja. Ich habe jetzt gerade nicht viel zu bieten. Wir müssen das aber machen. Ich würde damit gerne fertig werden irgendwann. So. Die Musik passt jetzt gerade gar nicht zu der schnellen Arbeit hier. Einmal weggedonnert. So, einmal im Kreis drehen. So, und dann hatten wir hier die Erbsensamen. Sechs Stück an der Zahl. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das müssen wir hier drüben auch nochmal machen. So. Sellerie, freue ich mich sehr drüber. So, und dann haben wir unten drunter gar nichts. Müssen wir schon ein bisschen Lucky-Lucky machen. Ja, komm, sehr ruhig. Aber ich wette, da unten schwimmen auch Creeper rum. Also beziehungsweise laufen rum, wenn ich hier Wasser reinlasse, schwimmen die natürlich. Ich hab keinen Bock, dass sie hochkommen, beziehungsweise möchte ich auch gar nicht da runtergehen. So, einmal wieder am Rad drehen. Ja. Jo. Da hat man ja leider nur einen. So, ja, machen wir das hier hinten gleich fertig, auch wenn nichts drauf ist. Ein bisschen Erde schadet ja jetzt nicht, weil wir brauchen ja noch extrem viel. Na komm her, hier, so. So, machen wir das Feld noch fertig und dann müssen wir uns leider Gottes erstmal um Bambus kümmern, dass wir den Garten so wieder machen können. Wir hatten sogar noch welche. Ich glaube, wir hatten noch welche. Wir müssen ja, wir brauchen ja noch viel, viel mehr. Wir müssen erstmal noch welche machen. So, bleiben noch drei Stück übrig. Damit können wir nicht viel anfangen. Einfach mal so hier. Zack. Und. Achso, das war ja ein leeres Feld. Okay. Das läuft hier, das läuft. Ah, gucken wir gleich mal runter zum Bambus. So, ich drücke mal. Das kann man nur bei dem Tor. So. Und jetzt hacke ich einfach mal hier gerade durch. Ob
Problem ist, dass, dass das Zeug so schnell wächst, wenn du das nicht komplett wegschlägst, ist das hier unten drin. Ich muss sie komplett wegschlagen, das geht nicht anders. So, wahrscheinlich haben wir noch nicht mal genug Platz im Inventar, so wie es aussieht. Ja, ist voll. Brauchen wir noch nicht unbedingt Stickies. Komm, lass mal Stickies hier. Komm, den Garten soll ich mal auch hier lassen. Nehmen wir das mit. Ja, komm, jetzt einfach hin hier. Gut ist. Fort mit dem Zeug, das Zeug ist eingebaut und tschüss. Machen wir doch gar keine Gefangenen hier, es geht einfach so. Das war jetzt nicht so viel, wir müssen halt, wenn wir das machen, das Inventar leer machen. Nein, hier bitte nicht. So, wie schaut's aus hier? Komplett leer alles. Dann ballern wir einfach mal die ganzen Dinger hier rein. Hier haben wir noch 46 und 64. So, da kann da auch noch ein bisschen was vor sich hin dünsten. Das andere war komplett leer alles. Okay. Dann haben wir jetzt 64 und 46. Ach, brauche ich ja gar nicht. Bleib dran. So, 64. Haben wir noch 64 Gartensäule und dann gucken wir mal, ob wir drinnen noch ein bisschen Erde zur Verfügung haben. Tropenholzbretter. Das sieht immer aus wie Erde. Die Tropenholzbretter sehen wirklich aus wie Erde. So, 25. So, hier hat man auch noch welche. 25 sind 50. Einmal hoch damit. Zack, da haben wir noch viermal Erde übrig. Die Wanderungen gehen wieder hier rein. Wenn ich sie finde. Hier. Gut, wie spät ist es denn? Ah, es wird langsam Zeit fürs Bett. So wie es aussieht. Es dauert nicht mehr lange. Okay. Ja, guck mal. Kurz Bestandsaufnahme. Und dann sind wir leider schon wieder am Folgenende. Mann, die Zeit geht immer so schnell rum. Was ist denn eigentlich hier mit Drogenglumpe? Das ist nicht vermehren. Okay. Dann scheint es wahrscheinlich das falsche Biom zu sein. Okay. Da haben wir hier die normale Gewürzpflanze und hier ist nur... Das sind dieselben, Alter. Die haben mich voll verarscht. Komm, weg hier. Komm weg, das Feld machen wir noch schnell. Hallo, setz doch mal an. So läuft es. Boah, ey, von dem Fließgeräusch, ey. Ich bin echt immer aufs Klo, wenn es nicht bald aufhört. So, und wie heißt es? Einmal Gartensoil, immer Gartensoil. So, jetzt schnell das Zeug wieder draufhauen hier. Aber ich habe schon irgendwie gedacht, dass das dasselbe ist. Sie ist halt nur Gewürzpflanze und Gewürz... Gewürzesamen? Oh, keine Ahnung, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, das Bohnen. Alter, ich wollte schon sagen jetzt. Schaffen wir das noch?
So, was gemacht ist, ist gemacht. So, hätten wir das auch noch fertig. Und dann geht's heme und dann ist auch schon wieder Folgenende. Verdammt nochmal. Mann, die Zeit geht rum. Viel zu schnell. Ich würde gerne noch so viel zeigen und machen und ach. Und, aber man muss sich halt um alles kümmern. Geht nun mal nicht anders. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir nicht mehr schlafen gehen müssen. Wir können nur nachts schlafen, wisst ihr? Wollte ich euch jetzt nur mal so sagen. Das ist eine ganz wichtige Information bei Minecraft. Man kann nur nachts schlafen. Na? Also Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.